Darüber wollen wir sprechen. Uns nun zugeschaltet Alexander Thom von der CDU, der innenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Schönen guten Morgen, wir grüßen Sie. Guten Morgen, Herr Thom. Ja, guten Morgen ebenso. Herr Thom, angesichts dieser Meldung möchten Sie den Tag vielleicht mit einem Lob für die Innenministerin beginnen? Naja, die Zahlen sind beeindruckend, aber sie sind nicht überraschend. Wir wissen schon seit langem, dass wenn wir das Licht anmachen und genauer hinsehen, dass wir dann einen sehr erheblichen sogenannten Beifang haben, dass wir viele unerlaubte Einreisen feststellen, auch viele davon verhindern können, aber insbesondere auch offene Haftbefehle vollstrecken können. Deswegen müssen wir uns vielleicht auch mal ein Stück weit ehrlich machen. Warum machen wir solche Kontrollen nur während der Europameisterschaft? Derartige Vorkommnisse finden das gesamte Jahr statt. Jetzt muss man nicht in dieser Intensität Grenzkontrollen machen, wie jetzt während der EM. Aber ja, wir brauchen auch über die EM hinaus dauerhaft Grenzkontrollen zu unseren Landgrenzen. Aber diese Beibehaltung, die Sie jetzt ansprechen, so haben wir sie zumindest verstanden. Also die Grenzkontrollen werden ja erstmal bis zum 21. Juli andauern, eine Woche nach Ende der Europameisterschaft. Also die müssen auf jeden Fall von der Innenministerin beibehalten werden, um vor allen Dingen auch den illegalen Migrationsstrom weiter in den Griff zu bekommen? Illegale Migration ist das eine, aber da geht es auch um offene Haftbefehle, die vollstreckt werden müssen. Wir sind ein Binnenland in einer hochmobilen Zeit, in einer Zeit von multiplen Krisen in und vor allem auch außerhalb Europas. Und deswegen muss man schon auch genauer hinsehen. Und selbstverständlich wollen wir die Errungenschaft der Freizügigkeit. Selbstverständlich wollen wir auch offene Grenzen. Es geht nicht um Grenzschließungen. Das findet auch heute nicht statt. Mir liegt keine einzige Beschwerde eines Bürgers, einer Bürgerin vor oder eines Unternehmens, dass man jetzt zu lange hätte im Stau stehen müssen an der Grenze. Auch im Übrigen nicht an den Grenzen, die vorher schon kontrolliert wurden. Polen, Tschechien und Österreich. Und deswegen müssen wir wegen unserer Sicherheit unsere Maßnahmen anpassen an die neuen Herausforderungen in einer hochmobilen Zeit. Und ja, wir brauchen auch über die EM hinaus an unseren Binnenlandgrenzen Grenzkontrollen. Sie haben die Freizügigkeit innerhalb der EU jetzt schon angesprochen. Das, was Sie fordern, geht das oder ist es kompatibel mit EU-Recht? Nein, wir müssten das dann anpassen. Nach dem EU-Recht ist momentan nur für eine gewisse Zeit und auf einen bestimmten Anlass heraus derartige Binnengrenzkontrollen dauerhaft möglich. Es muss auch nicht an jeder Grenze dauerhaft 24 Stunden, 7 Tage in der Woche kontrolliert werden. Es müssen flexible Einsätze sein, sodass man sich da auch nicht als betroffene Person darauf einstellen kann. Aber es reicht nicht, nur während der Europameisterschaft hier genauer hinzusehen. Das zeigen diese Zahlen deutlich. Und deswegen müssen wir auch das Konzept der Grenzkontrollen dafür anpassen an allen Binnengrenzen Deutschlands.